Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Night Models haben vor einiger Zeit angekündigt, dass sie die Lizenzen der TV-Serien Game of Thrones und House of Dragons beschaffen konnten und daraus ein Spiel machen werden. Bisher ist von diesem Spiel noch nicht viel bekannt, aber es wurde jetzt ein Rendermodell von Robb Stark gezeigt. Ich bin gespannt, ob Night Models mit der Lizenz etwas Neues probiert oder ihrer Skirmish-Seele treu bleiben werden, so wie sie es mit Harry Potter und Batman gemacht haben. Miniaturendesign können sie auf jeden Fall und die sehen auch richtig cool aus. Die Qualität der Bausätze, da ist noch echt Luft nach oben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut euch doch gerne unser Review zum Batman Miniatures Game an, das oben rechts eingeblendet wird. Hier mal keine News an sich, sondern eher ein Gerücht. Ja, die aktuellen Gerüchte kommen von Spiky Bits, aber hey, im Dezember gab es von anderen Quellen schon Ähnliches zu lesen. Angeblich soll Epic 40.000 wieder zurückkommen. Das Massenschlachtensystem in 10mm rund um Space Marines, Titanen und andere Riesenschlachten im 40k-Universum soll eine Neuauflage bekommen. Ende April 2023 findet das Warhammer-Fest statt und dort soll die offizielle Ankündigung dazu kommen. Allerdings scheint das kein Epic 40k zu sein, sondern ein Epic Horus Heresy, also Space Marines gegen chaotische Space Marines. Auch wurden von Spiky Bits schon Boxen aufgelistet, die kommen sollen. Klingt tatsächlich ganz interessant, ey, aber wie gesagt, es ist ein Gerücht, das ich persönlich jetzt nicht besser validieren kann. Apropos Chaos, Archvillain Games bieten bei ihrem Patreon-Abo-Modell im April 2023 die Hordes of Wrath an. Diese hochgerüsteten Krieger dürften vielleicht vielen Fantasy-Spielern gefallen, die Alternativmodelle für Chaos-Krieger benötigen oder aber auf fette Rüstungen und chaotische Reitmonster stehen. Die STL-Dateien zum Runterladen bekommt ihr für 11 Euro plus Umsatzsteuer. Zugriff auf einen 3D-Drucker sollte auf jeden Fall von eurer Seite gegeben sein. Weniger chaotisch, dafür aber physisch verfügbar. Freebooters Fate hat eine neue Spezialistin für die Amazon vorgestellt und zur Bestellung verfügbar gemacht. Komischer Name, hübsches Modell. Welches mich tatsächlich mal wieder dazu bringt, mich zu fragen, weshalb ich nicht mal wieder Freebooters Fate spielen sollte. Was bei mir aber demnächst definitiv wieder auf den Tisch kommt, ist Conquest. Keine Sorge, ich haue hier jetzt nicht jede Woche die Conquest-Releases raus, denn dann müsste ich das bei vielen Spielen auch machen, was ich tatsächlich nicht mache. Ich versuche das immer ein kleines bisschen zu variieren und da fallen halt einige Sachen dann immer raus. Zum Beispiel die kompletten Adepticon-News für Star Wars Legion und Star Wars Shatterpoint, genauso wie die Sachen, die jetzt für Shatterpoint ab bei der Star Wars Celebration angekündigt wurde, aber man muss halt einen Tod sterben. Diese News vom Parabellum ist allerdings relativ wichtig, wie ich finde, abseits von den normalen Releases, denn sie haben ihren Army-Builder für Conquest First Blood und Conquest Last Argument of Kings endlich als App für iOS und Android herausgebracht. Der mittlerweile richtig gute Army-Builder ist also nicht mehr browserabhängig nutzbar, sondern auch auf dem Smartgerät. Sehr, sehr gut. Und jetzt bitte noch den Tabletop-Admiral für Star Wars Legion als App. Danke. So, und da unser Gregor Games Workshop in Nottingham besucht, gibt es nun einen Kickstarter der Woche von mir. Und ich konzentriere mich dieses Mal nicht auf die großen Dinge, die eh alle schon kennen und mit Geld beworfen haben, wie mal wieder ein Zombicide oder die Redgrass-Lampe, sondern ich schaue mir ein kleines, nischiges Projekt aus Deutschland an, das klassischer nicht sein könnte. Shambling Bones von Bequest Miniatures ist genau das, wofür Kickstarter eigentlich mal gemacht wurde. Jonas knetet im klassischen Stil Skelettminiaturen im 28 bis 32 mm Maßstab. Aber nicht nur vom Handwerk ist das klassisch, sondern auch vom Design. Man könnte sagen, dass das Design ein wenig an Gregor erinnert, wenn er sich morgens im Spiegel anschaut. Tatsächlich trifft Oldschool den Sargnagel auf den Schädel. Sehr Oldschool sogar. Das Design der Miniaturen erinnert an Figuren der späten 80er oder frühen 90er Jahre. Mit Sicherheit nichts für die breite Masse, aber es gibt da draußen bestimmt einige Nostalgiker, die das fast schon clowneske Skelettdesign mögen. Die Miniaturen werden von Hagen Miniatures aus Metall gegossen und sind mit 30 Euro für 12 Metallskelette eigentlich ganz fair bepreist. Die beiden Charaktere Dieter Hellig und Kront Rattlebones gibt es für 10 Euro. Auch der Versand innerhalb von Deutschland ist mit 6 Euro eher niedrig. Bestimmt nicht für jeden etwas, aber es gibt genügend Liebhaber, die das Projekt bisher finanziert haben. Wer Bock auf eine Zeitreise hat, kann noch bis zum 23. April 2023 mitmachen.
Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.